Weißt du was, Nisse? Ich besorge dir Holz für den Ofen. Das willst du tun? Na klar. Du, Nisse, was isst du denn so? Ach, alles Mögliche, was ich gerade so schnappe. Und was hast du heute geschnappt? Heute habe ich, glaube ich, noch gar nichts geschnappt. Aber dann musst du doch ganz schrecklichen Hunger haben. Ja, stimmt. Ich habe schrecklichen Hunger. Warum hast du das nicht gleich gesagt? Ich hole dir was zu essen. Ehrlich? Würdest du das tun? Also, wenn du mir was zu essen besorgst, dann bist du mein allerbester Freund, solange ich lebe. Warte nur, ich gehe rauf und hol was Leckeres zu essen. Kommst du auch wieder? Na klar komme ich wieder. Vielleicht überlegst du es dir anders. Hör mal zu, Nils Carlsen-Däumling. Glaubst du das ehrlich? Nein. Na also. Bertel, du bist mein bester Freund. Mein allerbester Freund. Was muss sagen, um wieder groß zu werden? Schrumpelpumpel, wie immer. Du musst bloß Schrumpelpumpel sagen. Los, Schrumpelpumpel. Es funktioniert nicht. Ich hab's ja gewusst. Du darfst doch überhaupt nichts anderes sagen, außer Schrumpelpumpel. Hast du kapiert? Schrumpelpumpel. Aua. Dieser Schofeline möchte ich mal die Meinung sagen. Ich nicht, die ist so frech. Was glaubst du, wie frech die ist? Und dabei sagt sie, ich bin frech. Wenn einer frech ist, dann ist die das. Nein, sie ist nicht. Wo ist denn das Fleischklößchen hingerollt? Was hast du denn, Kaiser? Ich muss immer zu Albertil denken.
Mach dir keine Sorgen. Er kommt schon zurecht. Wenn er nur nicht mit Streichhölzern spielt. Klasse, Bertel. Was würde ich nur ohne dich machen? Und was würde ich ohne dich machen? Komm, wir wollen jetzt essen. Aber wollen wir denn nicht erst Feuer anmachen? Wie denn, Nisse? Das ist doch ein Klacks. Pass mal auf. Feuer, Feuer, brenne. Schön warm. Jetzt ist erst mal. Fleischklößchen schmecken prima. Vielleicht den Schuffeline das auch. Du, sag sowas nicht. Ich glaube, da ist sie. Wo gehst du denn hin, Bertel? Das ist Schuffeline. Die will 100 Gramm Käse als Miete haben. Aber die kann ich nicht bezahlen. Wie soll ich so unverschämt sein? Komm, iss, ich kann noch mehr besorgen. Kannst du das auch wirklich? Na klar. Heute Nacht, da werde ich vorm Ofen schlafen. Da ist es schön warm, dann friere ich nicht, weißt du? Was denn? Das wird eine Überraschung. Kommst du auch wieder? Na klar, das weißt du doch.
Was sagst du? Oh, klasse, ein Bett. Wo hast du denn das her, Bertel? Aus Marthas Puppenstube. Toll. Du sag mal, wer ist denn Bertha? Meine Schwester. Sie ist letztes Jahr gestorben. Das kannst du behalten. Das kann ich doch nicht annehmen. Klar kannst du das. Ist ja irre. Ich habe noch nie in einem Bett geschlafen. Hier. Das ist von Lotta. Probier mal. Kneif mich, Bertel. Aua. Nein, ich träume nicht. Schon klappen. Aber wie denn bloß? Ich lasse mir bestimmt was einfallen müssen. Klasse, das wäre toll. Du Bertel, ist es schlimm, wenn ich heute Abend noch ein bisschen Käse esse? Ich meine, bloß wenn ich Hunger habe. Hör mal, das brauchst du doch nicht zu fragen. Ich bin es doch nicht gewohnt, was zu essen zu haben, einfach bloß so. Dann ist jetzt einfach bloß so. Aber jetzt bin ich doch ganz bumsatt, Bertel. Und das habe ich nur dir zu verdanken. Und jetzt ist mir mollig warm. Das habe ich auch nur dir zu verdanken. Und außerdem bin ich ganz furchtbar müde. Aber das habe ich mir zu verdanken. Ich bleib noch bei dir, bis du schlafen willst. Du bist mein allerbester Freund und du meiner Nüsse. Wie wunderbar, dass wir uns haben und können spielen früh bis spät. Du bist mein allerbester Freund. Du bist mein allerbester Freund. Weil keiner bleibt gern einsam. Das klingt prima. Das wollen wir jetzt mal singen. Du bist mein allerbester Freund, du bist mein allerbester Freund. Wie wunderbar, dass wir uns haben und können spielen früh bis spät. Du bist mein allerbester Freund, du bist mein allerbester Freund. Bleib gern einsam. Du bist mein allerbester Freund. Du bist mein aller... Wie wunderbar.